Moin Moin und herzlich willkommen zu der jetzt schon vierten Folge von Rund um die Welt. Ja, das ist die vierte Folge und wir fangen auch gleich an mit unserer Mannschaft von heute. Heute ist die Nation nicht aus Europa, sondern aus Mittelamerika und das ist Mexiko, wie ihr hier schon seht. Und wir fangen mal wieder an mit der Auswechselbank. Der erste Spieler auf der Auswechselbank ist Peralta mit sehr starken Weakfoot 5 Stars. Dann haben wir noch Ayala als Innenverteidiger. Dann Sergio Santana als zentral offensiven Mittelfeldspieler. Cardenas als linker Mittelfeldspieler. Sanchez als rechter Flügel. Miguel Sabah als Stürmer. Und Garcia als rechten Verteidiger. Und den habe ich reingetan auf meine Auswechselbank, um euch mal zu sagen, dass es auch blonde Mexikaner gibt. Weil sowas habe ich zuvor noch nie gesehen. Ich habe mich richtig gewundert, wo ich den gesehen habe. Auf jeden Fall, es gibt jetzt blonde Mexikaner ab sofort. Okay, jetzt kommen wir zu der ersten Elf. Und zur ersten Elf, wir spielen in der 3-4-3-Formation. Und fangen jetzt auch gleich an mit dem Torwart. Der Torwart ist Corona von Cruz Azul. Hat ziemlich gute Werte, außer das Tempo, das ist schlecht. Und der linke Innenverteidiger ist... Moment. Reyes von FC Porto, der 73 Tempo hat, 74 Kopfball, 75 Defensive, 71 Dribbling, was ziemlich stark für einen Innenverteidiger ist. Dann der mittlere Innenverteidiger ist Moreno von Espanyol Barcelona, müsste es sein. Ja. Auch schnell mit 70 Tempo, 81 Kopfball sogar. Und das hört sich schon mal ziemlich gut an. Dann der rechte Innenverteidiger, der ist Rodriguez von... das müsste Mexiko Stadt sein, also Mexico City, Amerika. 64 Tempo, das ist jetzt nicht mehr so schnell, aber auch gute Defensiv- und Kopfballwerte. So, jetzt kommen wir zum rechten Mittelfeldspieler. Das ist ein Silberspieler von Villarreal. Und der hat 90 Tempo. Der Schuss ist zwar nicht so gut, aber er hat 4 Star Skills und das sagt einiges. Jetzt kommen wir zum rechten zentralen Mittelfeldspieler, auch eine silberne Karte. Das ist Dos Santos von FC Barcelona. Die Werte sind jetzt nicht so schmackhaft, aber der schwache Fuß hat 4 Sterne. Und die Spezialbewegungen sind leider nur bei 2 Sternen, was mich ein bisschen überrascht, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt der linke zentrale Mittelfeldspieler ist... Moment, jetzt muss ich es anders suchen. Nämlich da habe ich einen zentral-offensiven Spieler eingebaut. Nämlich Jiménez von Cruz Azul. Hat auch ganz gute Werte, ganz kompakte Werte. Außer Defensive und Kopfball ist alles über 70, was ja sehr gut ist. So, der linke Mittelfeldspieler ist Guardado von Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, oh Mann, ich kann einer meiner Lieblingsvereine nicht mal aussprechen, was ist los heute? 87 Tempo, 84 Dribbling, 73 Schuss, 78 Passen, 72 Defensive, richtig geile Werte, aber die Spezialbewegungen und der schwache Fuß lässt so Wünschen übrig. Jetzt kommen wir zum linken Flügel, das ist kein anderer und das ist ein linker Mittelfeldspieler, wie ich mich verdrücke. Linker Mittelfeldspieler ist nämlich Dos Santos Giovanni Dos Santos von Villarreal. Ich glaube, er ist der Bruder von und dem anderen zentralen Mittelfeldspieler Dos Santos. Ja, er hat ziemlich geile Werte, hat auch 4 Star Skills, 4 Sterne schwacher Fuß und ist ziemlich schnell und hat auch einen sehr guten Schuss. Jetzt unser rechter Flügelspieler ist Carlos Vela von Real Sociedad.
Und er hat 82 Gesamtbewertung und diese Werte sind fast genauso, also sehr ähnlich wie die Werte von Guardado und Dos Santos. Jetzt unser Stürmer ist natürlich Hernandez von Manchester City. Das war auch der Wunschspieler von einem Zuschauer. Das auch, Mexiko ist auch ein Zuschauervorschlag. Auf jeden Fall, der Wunschspieler war ein bisschen sinnlos, weil es eh der einzigste über 80 Spieler über 80 ist von Mexiko. Aber trotzdem danke für diesen Vorschlag. Hat es wieder mal ziemlich geile Werte. Außer passen und defensiv ist wieder alles sehr gut, was mich auch sehr freut. Und dann würde ich sagen, das ist meine erste Aufstellung. Das ist die Aufstellung von Mexiko. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir anfangen zu spielen. Und ja, wir legen auch jetzt gleich los mit dem ersten Spiel. Das erste Spiel spielen wir gegen einen Gegner, der sehr wenig Chemie hat, aber auch sehr gute Karten. Würde ich sagen, Thiago Silva in der Verteidigung und Inform im Sturm. Und wir legen auch gleich ganz gut los. Hernandez mit einer Chance, aber daraus wird nichts Größeres. Dann nochmal Hernandez, kommt frei durch. Hernandez schließt eiskalt mit dem Außenriss ab. Eiskalt, 12. Minute, 1-0. Dann Cuadrado auf Carlos Vela, der an dem Pfosten. Dann kickt mein Gegner sich den Ball fast selbst rein. Und Hernandez hat dann sehr leichtes Spiel, den Ball zu versenken. 33. Minute mal mein Gegner am Ball. Der mit dem Ball auf Roland, der zu Diabate, aber bei Keeper hält. Dann war Halbzeit, da stand es dann 0-2 für mich und dann wollte ich wechseln. Und ganz kurios, mein Gegner bricht ab und so geht das Spiel 2-0 für mich aus. Und das zweite Spiel steht jetzt an, gegen Sevilla FC. Und er hat ein sehr starkes Spanien-Team oder auch BVA-Team. Und wir fangen dann auch gleich an mit Dos Santos in der 11. Minute. Schönes Tor, 1-0. Dann Carlos Vela, wurschtelt sich da irgendwie durch. Carlos Vela legt natürlich aber auf Hernandez. Zwei Tore schnell in Folge, 13. Minute, 2-0. Dann kommt mein Gegner nochmal kurz vor der Halbzeit mit Gabi. Der schießt mein Keeper an und dann kommt Jesse Rodriguez mit dem 2-1 kurz vor der Halbzeit. Das ist dann natürlich auch der Halbzeitstand, da steht es nämlich 2-1 und wir springen gleich in die zweite Halbzeit. Der Ball kommt schön auf Vela, der mit der Flanke auf Dos Santos, der mit einem Zeitfallsieher links unten rein, richtig schön gemacht. Dann nochmal Jimenez, packt seinen harten Schuss aus. Der Ball geht an die Latte und dann hat Hernandez natürlich sehr leichte Chance, sehr leichtes Spiel. Und dann habe ich gewechselt, Keradanas, Sanchez und Peralta kamen rein, das ist auch gleich mal Sanchez und macht gleich das 5-1 in der 63. Spielminute. Und dann, der Gegner kriegt den Ball nicht richtig weg, Peralta mit links, 7-1, oder? Ja, nein, sorry, 6-1. Und dann Dos Santos in der 82. mit der Flanke auf Jimenez, der macht den Sack zu. Ich glaube, der war schon vorher zu, aber schon 7-1. Und dann nochmal mein Gegner mit einem Abpraller auf Jesse Rodriguez, der vorhin schon den Abpraller versenkt hat. Zum 7-2 war es auch das Ende des zweiten Spiels ist. Und das dritte Spiel spielen wir gegen Los Angeles King. Und das Team ist ziemlich gut, hat zwar nur 98 Chemie, aber ist trotzdem ein sehr guter Spieler. Und er beginnt auch gleich sehr gut mit einem Schuss. Der Ball kommt unglücklicherweise noch ins Tor, er ist über meinen Keeper rübergerollt oder so, aber ich fange mich noch und mache auch gleich das 1-1 durch Hernandez. Dann mein Gegner mit einem Abstoßen, das kuriose und klassische Abstoßfehlverhalten oder wie man es ausdrücken möchte, beschert hier mir das 2-1 und mein Gegner dann auch daraufhin mit Negredo in der 44. das 2-2, dann nicht mit einer Ecke, Kopfball Rodriguez ohne Schütz 3-2. Und das ist auch gleichzeitig der Halbzeitstand des dritten Spieles. Und die zweite Halbzeit bringt ein Kopfballtor von Hernandez in der... Moment, es leckt meine Aufnahme ein bisschen, habe die Minute gar nicht sehen können. Ich habe auf jeden Fall gewechselt, Garcia, Santana und Saba oder wie der heißt, kam rein. Santana auf Dos Santos, der mit dem Kopf ins lange Eck, ziemlich schön gemacht, 62. Minute.
Dann mein Gegner nochmal mit Hernandez auf eine Credo. Der kommt durch, mein Abwehr pennt dann ein bisschen. 3 zu 5, 63. Minute. Und dann Saba mit einem wunderbaren Heber. Der geht zwar an den Pfosten, aber der Abstauber ist ziemlich einfach zu verwerten. 78. Minute, Carlos Vela, 6 zu 3. Dann nochmal eine Flanke, toll kommt hier der Carlos Vela in die Mitte rein, flankt auf den Kopf von Saba. Und der hat natürlich auch sehr leichtes Spiel, deswegen 3 zu 7. Und das ist auch gleichzeitig der Endstand, 3 zu 7. Geht das dritte Spiel aus und das letzte Spiel ist gegen Nord-Süd-Ost-West oder so. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht oder was das sein soll. Auf jeden Fall geht es doch gleich ganz gut los. Ball auf Dos Santos, der allein vom Carsten Dos Santos haut den Ball leider links ein bisschen knapp am Tor vorbei. Und mein Gegner gleich wunderschön mit einem Heber über meinen Keeper rüber. 1 zu 0 in der 15. Spielminute durch Mertens und dann Hernandez in die Mitte rein, schneidet den Ball an, aber er geht nicht rein. Und mein Gegner in der 33. macht das hier ziemlich gut. 2 zu 0, klassisch ausgekontert und gut ausgespielt vorne. 34. Higuain, dann mit einer Ecke in der 36. auf den Kopf von Marinos. Dann hält Hernandez seinen Fuß rein und es steht nur noch 2 zu 1. Und kurz danach, ihr seht selbst, Riesenpatzer von dem Keeper und Cuadrado nutzt das aus. 2 zu 2 steht es dann auch zur Halbzeit. Und es geht auch gleich weiter. Mein Gegner mit der nächsten Chance. Pogba schießt und kriegt die Klasse von meinem Keeper in dieser Situation. Aber jetzt gegen Sergi kann er nichts machen. 3 zu 2 in der 60. Minute. Und dann ich nochmal mit Dos Santos. Der schließt ab, aber der Keeper hält die darauffolgende Ecke auf den Kopf von Reyes und er macht ihn. 67. Spielminute, 3 zu 3 und es geht natürlich weiter. Cuadrado am Ball auf Dos Santos. Dos Santos richtig schön auf Hernandez, richtig geiler Spielzug. 4 zu 3, 71. Minute, aber das war leider nicht der Schlusspunkt. Mein Gegner kommt nochmal mit Higuain und hämmert den in den Knick. 75. Minute, 4 zu 4. Und das war's auch mit dieser Partie. Ich hoffe, ja, diese vier Partien haben euch gefallen. Das bedeutet, ich habe jetzt 10 Punkte erreicht. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt auch gleich zu den Statistiken. Bis gleich. So, und jetzt zu den Statistiken der Episode. Unser Top-Torjäger in dieser Episode war Javier Hernandez mit tollen 8 Toren. Und unser Top-Vorlagengeber dieser Episode war Carlos Vela mit 4 Torvorlagen. Gelbe Karte hatte niemand, eine rote Karte hat auch niemand. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich ab sofort keinen Spieler mehr als besten Spieler festlegen werde, weil ich finde, dass auch sehr viele andere Spieler gut spielen. Deswegen mache ich das jetzt nicht mehr. Also sehr gut gefallen hat mir auch Dos Santos, auch 3 Torvorlagen gehabt. Cuadrado natürlich mit 2 sehr billigen Abstaubertoren. Auch ganz gut gespielt. Und ich fand das jetzt, weil jetzt haben wir so viele ein Tor geschossen, Moment. Auch die ganzen Auswechselspieler wie Saba hat ein Tor geschossen, Sanchez, Peralta, der war richtig stark, fand ich den richtig stark. Auch immer die Werte, guckt ihr nochmal die Werte an, die sind auch richtig gut. Hat mir richtig gut gefallen, ein paar Spieler. Und jetzt bekommen wir noch zur Belohnung. Die Belohnung gibt es wieder. Und diese Folge sind es diesmal nur 2000 Münzen, weil ich ja 10 Punkte von den 12 möglichen erreicht habe. Nur 2000 Münzen. Wer diese haben möchte, PSN-Namen in die Kommentare schreiben und dass ihr sie haben wollt. Und wie ihr die dann bekommt, machen wir dann aus. Über PSN oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir machen das dann aus. Und ich schreibe euch dann an, wenn ihr gewonnen habt. Eine Woche habt ihr Zeit, also bis nächsten Samstag um 16 Uhr könnt ihr noch unterschreiben, dass ihr die haben wollt. Ja, gut.
Jetzt kommen wir noch zum Tor der Episode. Ja, das schönste Tor hat Hernandez geschossen, wie ich finde. Und damit verabschiede ich mich auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder oder nächstes Video. Auf jeden Fall, Servus, macht's gut und ciao. Und jetzt viel Spaß mit dem Tor.